Guten Tag, meine Damen und Herren. Rumäniens und Bulgariens Beitritt zum Schengen-Raum wird durch die Niederlande blockiert. Einwanderungsminister Leers befürchtet einen dramatischen Anstieg der Bandenkriminalität. Falls die Grenzkontrollen wegfallen sollten, meldet das Portal Rentner News. Da die Zustimmung zu einem Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien einstimmig ausfallen müsste, wird durch das Veto der Niederlande ein Beitritt verhindert. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass EU-Staaten auch bei Notfällen die Grenzen nur noch längstens 5 Tage lang kontrollieren dürften. Regierungsvertreter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden hatten sich im Vorfeld bereits skeptisch geäußert. Der deutsche Innenstaatssekretär Schröder sagte, die Kommission könne den Staaten nicht vorschreiben, wie sie an ihren Grenzen Kriminalität bekämpfen sollten.